Mit vielen kleinen Nadelstichen und Ultraschall wird hier gearbeitet. Technik, die eigentlich an einen Arztbesuch erinnert. Doch in diesem Düsseldorfer Kosmetikinstitut soll sie der Entspannung dienen und gleichzeitig das Geheimnis fast ewiger Jugend sein. Doch trotz modernster Technik, als dauerhaft wirkender Jungbrunnen sollte diese Behandlung nicht verstanden werden. Alle paar Monate muss sie wiederholt werden. Und selbst dann verschwinden kleine Falten nicht gänzlich. Gepflegte Linienbildung ist erlaubt. Man sieht der Haut, sie ist gepflegt, aber Falten sind erlaubt. Natürlich muss man auch bei der anspruchsvollen Reifenhaut die Haut intensiver pflegen. Sie braucht dann halt eben etwas mehr. Zu einer umfassenden Beratung in Kosmetikinstituten gehört auch die zu einem gesunden Lebensstil. Der bildet häufig die Basis für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Es geht also nicht nur darum, die Haut zu behandeln, eine Diagnose zu machen, Pflegeempfehlungen zu geben, sondern es geht tatsächlich weit in den Bereich hinein, auch Ernährungsberatung, was ja auch ein Bestandteil der Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin ist. Ein umfassender Einblick in die Welt der Kosmetik ist ab dem 9. März in Düsseldorf möglich. Dann beginnt mit der Beauty die internationale Leitmesse der Kosmetikindustrie.